Hier ist er endlich wieder, unser Videokanal, und es gibt wieder neue Informationen. Heute geht es um das Thema, wie ist überhaupt mein Körper zusammengesetzt und was hat eine Bioimpedanzmessung für Vorteile für mich und wie kann ich das abgleichen mit dem, was meine Laborwerte sagen und mit dem, was die Auswertung meines Verzehrprotokolls ergibt. Seien Sie gespannt. Bei der Bioimpedanzmessung geht es darum, dass Widerstände erfasst werden. Und bei dem Erfassen von Widerständen geht es darum, wie nimmt der Strom seinen Weg in einem Körper. Und dazu gibt es einmal die Option, dass der Strom den Weg zwischen den Zellen nimmt und einmal die Möglichkeit, dass der Strom den Weg anhand der Oberflächen nimmt. Und so haben wir die Möglichkeit, dass wir Körperwasser und fettfreie Masse über einen Winkel, der sich zwischen diesen beiden Werten ergibt, errechnen und damit herausfinden, was ist die aktive Körperzellmasse, also die, die im Grunde genommen an unserem Grundumsatz beteiligt ist, und wie viel extrazelluläre Masse habe ich. Und dazu zählt im Grunde genommen das Wasser, was nicht in den Zellen ist. Und da gibt es welche in den Lymphbahnen, und da gibt es welche in den Blutgefäßen und da gibt es eben auch welche zwischen den Zellen. Und da gehört sie eigentlich nicht so richtig hin, nur in einer gewissen Menge. Und wenn wir zu viel davon haben, dann ist es ungünstig. Und wenn wir zu wenig davon haben, sind wir ausgetrocknet. Und das Ganze kann man sich sehr schön in einem solchen ganz kleinen Schaubild auch zu Gemüte führen. Und zwar, der Phasenwinkel ergibt sich sozusagen aus diesem Koordinatensystem. Und wenn der genau in der Mitte liegt, dann trifft er genau hier auf diesen Schnittpunkt. Und dann treffen Sie genau auf den Referenzpatienten Ihres Geschlechts und Ihres Alters und Ihrer Größe. Und dann gibt es hier drei so Ellipsen, und die grüne ist die 50er Perzentile, die gelbe ist die 75er und die rote ist die 95er Perzentile. Das heißt, bei der 50er, 50% aller Menschen, die ihr Alter, ihr Geschlecht und ihre Größe haben, fallen mit ihren Messwerten in diese Ellipse hinein. Bei dem Gelben sind es 75, hier sind es 95, und wenn Sie daraus laufen und außerhalb sind, dann sind Sie wirklich ganz was Besonderes, was nicht unbedingt gesund sein muss. Und wenn sich der Graph also aufstellt, höher wird, dann hat er hier eine steilere Kurve. Das heißt, er trifft früher irgendwo auf eine dieser Linien. Und das geht damit einher, dass Sie eine höhere Body Cell Mass, also bioaktive Körpermasse haben, mit der Sie Ihren Grundumsatz gestalten, mit anderen Worten Muskeln. Überwiegend. Und die sollten dann, wenn sie trainieren, also es gibt ja den Body Mass Index, da hat man ja die Größe und auch das Gewicht, und man weiß nicht so genau, kommt das Gewicht von dem Fett, von dem übermäßig eingelagerten Wasser, weil sie eine Herzschwäche haben, eine Niereninsuffizienz haben, weil sie gerade einen Liter Wasser getrunken haben, oder ist es vielleicht die Fettmasse? Und hier können wir schon ausrechnen, wenn also sozusagen dieser Schnittpunkt weiter nach links wandert, dann haben wir also wahrscheinlich mehr Muskelmasse. Wenn er nach links wandert, dann haben wir weniger Muskelmasse. Und das ist von Bedeutung. Wenn wir nämlich zum Beispiel vom Body Mass Index, sagen wir mal, gerade so 25 haben, größer als 25 beginnt ja unser Übergewicht, und stellen fest, wir hätten zu wenig Muskulatur und wollen aber zum Beispiel für unsere Stoffwechselaktivität, weil wir eine Insulinresistenz haben oder einen Diabetes entwickeln, etwas tun, dann wäre es natürlich schön, zunächst mal die Muskelmasse zu vermehren, um erst dann an dem Gewicht zu arbeiten. Denn wenn wir einfach nur weniger essen, frisst die Hälfte, dann führt es dazu, dass wir natürlich auch Fett abbauen, aber leider auch Muskelmasse abbauen, und dann haben wir einen niedrigeren Grundumsatz. Und wenn wir zum Beispiel von einem Grundumsatz von, sage mal, 1350 Kilokalorien pro 24 Stunden dann auf 1300 abfallen, weil wir Muskelmasse abgebaut haben, dann können wir diese 50 Kilokalorien, die wir jeden Tag, ohne dass wir was tun, weniger verbrennen, mal durch 9 Kilokalorien pro Gramm Fett teilen. Und dann kämen wir auf ungefähr 7 Gramm am Tag. Yeah.
Nur dadurch, dass wir durch eine falsche Maßnahme, weil wir einen BMI korrigieren wollen oder weil wir sagen, in der Fettmasse erzeugen sie zu viel proentzündliche Botenstoffe und das konkurriert um die Insulinrezeptoren mit ihnen, einen falschen Ansatz gewählt haben. Und insofern, wenn jetzt zum Beispiel der Balken nach unten läuft, dann haben wir zu viel Wasser zwischen den Zellen. Das kann an zu hohem oxidativen Stress, an Insulinresistenz, an zu viel Glykogenreserven in der Muskulatur liegen. Und die Zellen sind nicht in der Lage, zum Beispiel die Ionen ausreichend in den Zellen zu halten. Also wir haben ein Problem mit dem Zellpotenzial. Oder sie haben tatsächlich eine Herzschwäche oder auch eine Niereninsuffizienz oder ein Lymphödem und die Sachen stauen sich im Grunde genommen zurück. Oder sie haben einen Eiweißmangel, sodass sie das Wasser eben nicht in den Zellen und vernünftig in der Blutbahn festhalten können. Und um das etwas genauer fassen zu können, wäre natürlich ein Verzehrprotokoll sinnvoll, um zu gucken, was für ein Esser Sie eigentlich sind, um auch da mal zu schauen, was nehmen Sie in welcher Prozentzahl zu sich. Und wenn man sich ein Aminogramm, also die Aminosäuren anschaut, als Status aller Aminosäuren, die wir da so wichtigen, die wir da haben, dann sieht man zum Beispiel, wo Sie Ihre echten Mängel haben. Und wenn das dabei essentielle Aminosäuren sind, die ja so heißen, weil man sie essen muss, dann bedeutet das, dass der Körper, um zu funktionieren, auf die Muskelmasse zugreift, sich dort die essentiellen Aminosäuren ausbaut, um andere wichtige Enzyme zu bauen. Und dann nehmen Sie auch weiter an Muskelmasse ab. Auch das gilt es ja zu vermeiden. Nehmen wir mal an, Sie wären also mit Ihrem Kreuz hier oben. Dann hätten Sie an dieser Stelle zu wenig Muskelmasse und Sie hätten zu wenig getrunken. Also kommen quasi nüchtern, 12 Stunden, nichts getrunken, nichts gegessen zur Untersuchung. Das wäre zu viel und eher ungesund und könnte dazu führen, dass Sie auch eine relativ zähflüssige Pampe in Ihrem Blut haben, weil einfach die Anzahl der Zellen im Verhältnis zur Flüssigkeit ungünstig ist und das Blut damit schlecht durch die kleinsten aller Blutgefäße, die Haargefäße, kommt. Es könnte aber auch sein, dass Sie eigentlich an einer Anorexie, also im Grunde genommen an einer Magersucht, leiden und sagen, ja, ich habe immer das Gefühl, ich bin zu dick und ich möchte abnehmen und ich trinke auch weniger, damit ich nicht so viel auf der Waage habe, und fühlen sich damit besonders schick. Das ist natürlich auch nicht gut. Oder es könnte sein, Sie haben hier zu wenig Masse und wir haben zu viel Wasser. Dann sind wir wieder bei der Geschichte, wo Sie nicht genügend Eiweiße haben, wo Sie auszehren, wo Sie möglicherweise eine Krebserkrankung oder ein konsumierendes Leiden haben und wo man dann auch, weil die meisten sterben ja an der Auszehrung, gegensteuern sollte, um hier dem Eiweißverlust und dem Verbrauch von Muskelmasse sozusagen etwas entgegenzusetzen. Liegen Sie dann eher hier, haben also eine gute Muskelmasse und haben hier einfach nur zu viel Wasser extrazellulär, dann haben Sie wahrscheinlich nicht zu wenig Eiweiß, aber Sie haben möglicherweise eine Insulinresistenz oder haben zu viel Zucker und Glykogen, was das Wasser bindet. Und liegen Sie hier oben im Bereich, dann haben Sie zu wenig Wasser und sind übergewichtig, nein, haben vielleicht einfach genügend Muskulatur, nicht übergewichtig, und haben dennoch das Gefühl, sie müssten weniger trinken, damit ihre Muskeln besser rauskommen und sie sonst wie aussehen. Das ist auch nicht gesund, weil auch dann haben sie im Grunde genommen eine zu zähflüssige Pampe in ihrem Blut, was zu Durchblutungsstörungen führen kann. So, fasst man diese Dinge also sehr schnell zusammen und erklärt sie ihnen, setzt das in Beziehung zu dem, was sie essen und wie ihre Laborwerte sind, haben wir einen sehr guten Verlaufsparameter und auch ein weiteres Instrument zur Objektivierung ihrer tatsächlichen Grundumsatzwerte, um ihnen eine individuelle Beratung zu geben, wie sie ihr Gesundheitsproblem, man isst, was man isst, stoffwechseltechnisch optimieren können. So, wir sehen jetzt hier mal ein konkretes Beispiel. Wir haben einen 83-jährigen männlichen Patienten, der mit seinem Fasenwinkel, also hier 4,1, unter der Norm liegt. Wir sehen also, der ist hier zu flach und wir treffen auf unsere Ellipse in der 57er Perzentile und haben die Situation, dass zu viel extrazelluläres Wasser da ist und dass die Muskelmasse eine Tendenz nach links vermindert ist. Im Alter von 83 isst man vielleicht nicht mehr ganz so viel und macht vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Sport, aber die Gefahr, dass man eben
Probleme mit seinen Gelenken, mit seinen Knochen, mit seiner Fallenneigung, mit seinem Gleichgewicht bekommt, hängt natürlich davon ab, dass man seine Muskelmasse vernünftig aufbaut. Das schützt auch vor Osteoporose und sollte also, wenn man das sieht, hier nicht weiter in diese Richtung abdriften, sondern hier sollte man gegenarbeiten. Wir erkennen, der Punkt ist ziemlich weit unten von diesem Knackpunkt da oben. Bedeutet, dass das extrazelluläre Wasser doch deutlich erhöht ist. Wir wissen nun in diesem Fall, bei diesem Patienten liegt eine Herzschwäche vor, die sich zwar schon verbessert hat, also früher sah das sicherlich schlimmer aus, nur da hatten wir es nicht gemessen, aber auch jetzt erkennen wir immer noch, obwohl 2 Stunden vor der Messung keine Nahrung zu sich genommen wurde, auch nichts getrunken wurde, dass wir hier immer noch eine Idee zu viel haben. Man kann jetzt sagen, okay, wir müssten die Entwässerungstablette erhöhen. Oder wir können die Trinkmenge pro Tag vermindern. Oder wir könnten in Erkenntnis dessen, dass wir zu wenig Muskelmasse haben und dass der Körper ja immer wieder auf die Muskelmasse zugreift, um möglicherweise die Aminosäuren, die jetzt notwendig sind, zu bekommen, diese nach einem Aminogramm gezielt ergänzen, um diesen Abbau zu bremsen und einen Wiederaufbau von Muskelmasse zu ermöglichen. Und dann sollte der Wert nach hier und nach da wandern und dann wäre es eigentlich richtig schön. Dann sehen wir hier in dem braunen Teil sehr schön und auf einen Blick, wie denn ein Vergleichspatient in diesem Alter aussehe. Er hätte nämlich normalerweise hier in diesem Fall 4 Kilo pro Meter, also bei einer Person, die jetzt meinetwegen 1,70 Meter ist, wären das 4 mal 1,7 Kilo mehr Muskelmasse. Und um die wirklich aufzutrainieren, bedarf es schon einer gewissen Menge. Und wenn man das mal in Eier umrechnet, pro 100 Gramm Ei kann man 100 Gramm Muskelmasse aufbauen, wenn man den entsprechend trainiert und den Reiz dafür setzt. Würde man das noch mit Kohlenhydraten kombinieren, also mit Brot oder ein bisschen Kartoffel oder so, dann wären 127 Gramm Muskelmasse daraus zu erzielen. Wenn man sagt, ich kann und will so viel nicht essen, dann macht es Sinn, wirklich bestimmte Lebensmittel miteinander zu kombinieren und nicht, wenn man andersherum abnehmen will, vielleicht im Sinne einer Trennkost bestimmte Dinge auch ein bisschen voneinander über den Tag verteilt getrennt zu essen. Und Ziel ist also, dass wir auf jeden Fall hier unten hinkommen oder auf diesen Bereich hinauskommen. Und die Fettmasse, die ist über das Maß eines sonstig 83-jährigen Menschen hinaus etwas erhöht, und zwar mit 4,4 Kilo, also noch mehr pro Meter, als die Muskelmasse ist. Und das erzeugt natürlich auch ein bisschen proentzündliche Botenstoffe, weil wir ja sozusagen in unserem Bauchfett auch häufig eine sogenannte Hormonfabrik und auch proentzündliche Botenstofffabrik haben, die sich dann wiederum negativ auf zum Beispiel die Insulinresistenz oder die Silent Inflammation auswirkt. Hier sehen wir aber ansonsten, dass die fettfreie Masse und auch der Body Mass Index, also nur minimal über der Norm, wenn man genau guckt, 1,6 Kilo pro Meter über dem Bereich liegt und der totale Wasseranteil des Körpers ist eben auch erhöht und zwar hauptsächlich dadurch, dass das Wasser, wie wir ja hier vorne gesehen haben, sich eben nicht in den Blutgefäßen oder der Harnblase befindet, sondern eben zwischen den Zellen und damit die Zellkommunikation einschränkt. Also sollten Sie jemals etwas über Bioimpedanzmessung hören und sich irgendwo damit beschäftigen, dieses wird ja häufig in irgendwelchen Fitnessstudios auch angeboten, dann sollten Sie, um vernünftige Messergebnisse zu haben, am Tag vorher nicht unbedingt besonders viel Sport gemacht haben, weil dann lagert der Körper auch Wasser ein durch die Übersäuerung. Sie sollten ungefähr 24 Stunden keine entwässernden Getränke wie Kaffee, bestimmte Tees oder Alkohol zu sich genommen haben. Und Sie sollten ungefähr 2 Stunden vor der Messung keine Nahrung, keine Getränke zu sich nehmen und auch die Blase vorher leer machen. Und dann haben Sie eigentlich ganz verlässliche Ergebnisse und können dann auch einen vernünftigen Verlaufsparameter haben, weil Sie die Präanalytik, also das, was Sie vor der Messung gemacht haben, auch vereinheitlichen. Viel Spaß dabei!